So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Mapmaking. Diesmal auf der Server-Map von mir. Und ich kann auch ganz kurz mal zum Spawn gehen. So, also das hier ist jetzt der Spawn von der ganzen Server-Map, der wird jetzt so bleiben. Und da kommt dann noch ein Minigame dazu. Oder zwei halt. Und ich werde das Ganze jetzt alles ohne irgendwelche Cuts oder sowas aufnehmen. Also erstmal so durchlabern, einfach nur irgendwie. Und alle Fehler bleiben mal drin, das ist mir scheißegal. Denn ich habe jetzt auch keine Lust, das alles zehnmal aufzunehmen, so eine Stelle oder so. Deswegen lasse ich es einfach so. Ich cutte halt nur langweilige Stellen oder sonst was, wo ich halt irgendwie zum Beispiel mit MC-Edit irgendwas mache oder so. Das wird nämlich auch öfters vorkommen. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt wirklich jedes Mal über irgendwas reden kann oder so, weil es ist eigentlich nur zuschauen, die Befehle halt anschauen und sonst was. Da kann man eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Deswegen könnt ihr mal unter der ersten Folge in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich jetzt noch ein bisschen weiter dabei rede, so wie jetzt. Oder dass ich einfach nur ohne einen Ton aufnehme, also einfach nur Minecraft aufnehme und fertig. Und nichts dazu sage, dass es einfach nur alles zeigt, wie ich es baue und so weiter. Würde mich mal interessieren, weil ich finde es jetzt irgendwie nicht so sinnvoller, jedes Mal zu labern, weil das irgendwie nicht so viel bringt, außer wenn man irgendwas erklären will. Aber ich werde jetzt sowieso hier erstmal alles abreißen, weil ich nämlich schon was Neues für dieses Prinzip hier gemacht habe. Ich wollte das nämlich dann alles hier wegmachen. Zum Beispiel das hier. Dann lösche ich das hier nämlich jetzt alles mal. Und zwar einfach den Fill-Block hier. Von hier bis 20 nach da und... Ach Moment, was ist da noch? Minus 2 nach unten und 1 nach oben. So. Denn ich brauche das hier nicht und das hier brauche ich ebenfalls nicht. Heißt also, hier ist nichts drunter. Gut, dann mache ich das jetzt nach oben. Und R. So. Alles weg. Hier das ebenfalls. Minus 2 nach unten. Alles mit Luft füllen. Und so. Und dann muss ich nochmal hier. Zack, alles weg. Gut. Das hier werde ich jetzt auch nochmal alles umbauen. Das baue ich dann schon mal hier vor. Und es laggt gerade ein bisschen, warum auch immer. Denn ich baue jetzt hier erstmal die ganzen, also es gibt halt so bestimmte Inventare, also ich will halt so verschiedene Inventare machen, die da irgendwie beim Joinen da schon sind. Also man hat dann irgendwelche Items im Inventar, wo man was auswählen kann. Das Problem beim Redstone hier ist jetzt, ich werde durch das Labern eigentlich voll krass abgelenkt, deswegen glaube ich, sage ich jetzt erstmal nicht weiter was dazu, sondern konzentriere mich lieber mal. Und dann könnt ihr einfach zuschauen, ich sag vielleicht danach noch mal was dazu und ja, ich mute mich dann erstmal, weil da muss ich mich jetzt wirklich konzentrieren, mehr geht da eigentlich nicht, also viel Spaß.
So. Das war dann schon mal. Da waren dann schon mal die ersten Items. Und ich würde jetzt mal sagen, dass ich das jetzt nicht so alles erklären kann, weil das eigentlich sich schon von selbst erklärt, das ist hier ganz normal das Inventar und dann, wenn halt die Items hier replaced bei dem jeweiligen Teil, so wie hier das eigentlich schon alles war. Und ich habe jetzt nur ein eigenes Design nochmal entworfen, also ich mache das jetzt selbst nochmal. Und ihr könnt außerdem auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich das hier irgendwie so bei Baubereichen einfach verschnellere, mit, also den Speed erhöhe, damit das nicht so lange dauert. Oder ob ihr das lieber in normaler Geschwindigkeit anschauen wollt, wegen den ganzen Commands und so. Das würde mich auch nochmal interessieren, also das ist. Sonst muss ich es leider wieder so wie jetzt machen, dass es ganz normal ist. Schreibt auf jeden Fall mal rein, wie ihr es haben wollt. So, das waren jetzt schon. Ich schau mal kurz nach. Das waren jetzt schon 13 Minuten. Ich glaube, ich beende dann schon mal die Folge. Ich wollte eigentlich länger aufnehmen am Stück, aber ich wollte jetzt erstmal zur ersten Folge wissen, wie ihr das jetzt alles wollt. Dann kann ich die nämlich schon mal hochladen direkt. Also jetzt direkt kann ich sie hochladen. Dann seht ihr es wahrscheinlich dann schon heute am Montag und. Dann könnt ihr schon mal in die Kommentare schreiben, bis ich das nächste Mal aufnehme. Ich muss hier sowieso noch mal einiges planen mit Commands und so. Die schreibe ich mir alle in eine Textdatei am besten. Dann dauert das nicht so lange hier manchmal. Also schreibt auf jeden Fall rein, was ihr wollt. Bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder irgendeinem anderen Tutorial oder so. Ich weiß noch nicht. Also bis dahin. Ciao.